Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zum Insektenturnier. Und. Ja. Abnehmer. Ja. Und ich müsste es, glaube ich, jetzt haben. Und damit? Oh! Du hast beim Insektenturnier jetzt insgesamt schon 300 Punkte erzielt. Im Namen aller Krabbeltiere möchte ich dir für deine Hingabe danken. Dein Preis kommt dann mit der Post. Aber zurück zum Tagesgeschäft. Wenn du Punkte verdienst, werden sie automatisch zu deinem Punktekonto dazugerechnet. So Leute, wir geben jetzt nämlich alle Punkte aus. Vorher habe ich hier noch ein paar Geschenke. Werkzeugkasten. Ich tue die einfach mal nach dahin. So, was haben wir hier? Ich bin eigentlich... Oh, noch ein Werkzeugkasten, wow. Kackballons, ey. Luftbefeuchter, wow. Also bis jetzt nicht mal ein Rezept, das finde ich ja schon ein bisschen schade. Und ein Ballonhut. Wie sieht der denn aus? Ach, das ist so einer, wow. Toll. Toll, ey. Toll. Okay, auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal alle Punkte ausgeben hier. Kaufen wir, achso, erstmal müssen wir natürlich kaufen wir alle ab hier machen. 10.000, ja, nehme ich gerne. Und? Wir haben gerade 11.03 Uhr, also ich habe circa 2 Stunden, würde ich sagen, gedauert. Habe 2 Folgen Gossip Girl geschaut. Etwas anderes. Natürlich zu einem besonderen guten Preis, aha. Käfer verkaufen, Punkte einlösen wegen des Turniers. Punkte einlösen. Bislang hast du 306 Punkte gesammelt. Wunderbar. Du möchtest 10 Punkte für ein Relikt ausgeben. Lass mich nur schnell im Reliquiar stöbern. Oh, ein Zauberstab. Sehr cool. Tada! Ein Insektenstab. Ist der nicht atemberaubend? Du hast noch 206. Möchtest du die eventuell. Ja. Ja, natürlich. So, wir werden die uns gleich auch alle anschauen. Ich kriege jetzt 30 Sachen. Ich hoffe, ich habe überhaupt so viel Platz im Inventar. Ne? Sind nur 30 Sachen. 10 mal 3 sind 30. Mal 30 wären 300, ja. Termitenbar. Auch cool. Ja. Komm, mach jetzt mal hier hin. So. Tada, falsche Tapete. Ein Relikt bitte. Ach guck mal, ich kann einfach B gedrückt halten. Da und A dabei drücken. Dann klappt es auch. Super. Dann geht das ja ein bisschen schneller hier. Das ist natürlich sehr schön. Was haben. Oh, ein Rucksack, cool. Rucksack finde ich immer cool. Oh, ein Relikt bitte. Oh, jetzt. Oh, noch ein Rucksack. Oh, ist das der gleiche? Schmetterlingsrucksack. Nee, ist ja nicht. Oh, ein Schmetterling auf dem Rücken. Das ist ja auch cool. Dann würde ich sogar vielleicht meinen Muschelrucksack abgeben. Hobby Insektenkäfig. Okay, auch cool. Stellen wir gleich alles mal zur Schau. Um zu sehen, was wir alles Schönes heute bekommen haben. Muss ich nur noch irgendwann mal dieses Angelturnier dann machen. Mit 300. Aber Angeln ist so nervig in dem Spiel. Wirklich. Das wird, glaube ich, doppelt so lange dauern. Ja. Ein Spielzeug-Kakerlake. Geil. Geil. So, was hast du? Ein Spinnennetz. Spinnennetz ist natürlich cool zum Dekorieren. Dann schauen wir mal hier. Spinnentürschild. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ist bestimmt auch cool. Marienkäfer-Teppich. Bestimmt einfach nur rot und schwarze Punkte. Glaube ich. Oder eine Wiese mit vielen Marienkäfer. Das wäre auch cool. Noch ein Teppich. Oh, das gleiche bekommen, ey. Mann. Ich weiß gar nicht, wie viele Items es hier überhaupt gibt. Aber bis jetzt scheinen wir nichts mehr Neues zu bekommen. Nochmal ein Rucksack. Okay. Müssen gleich mal schauen, wie viel Platz ich noch habe. Ein Regenschirm, okay, cool. Insektenschirm, Marienkäfer, alles Marienkäfer. Vielleicht war das jetzt hier so gesehen das Marienkäfer-Turnier. Und deswegen ist alles nur Marienkäfer. Und dass das vielleicht nächstes Mal dann irgendwie Thema
Heuschrecke oder was gibt's da noch Schönes? Goliath-Käfer ist. Das kann ja auch sein. Das finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Für vielleicht beim nächsten Mal andere Möbel. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. So, haben noch 9 Chancen. Noch eine Tapete. Faltertapete. Oh, sehr cool. Freue ich mich, die mir gleich mal anzusehen. Noch ein Spinnennetz wahrscheinlich. Ne, Spinnentürschild. Okay. Als ob ich noch so viel Platz. Oh, das ist ein Geschenk, Leute. Ich muss mir mal eben abbrechen. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Egal. Wir holen mal eben das da oben da runter. So, zack. Sehr schön. Dann platzieren wir mal eben hier. Das hier platzieren. Und das. Das können wir auch mal eben hier ablegen. 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 Das in den Geldbeutel. Ablegen. Ast können auch mal eben weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch eine Sache. Der Ballonhut kann auch abgelegt werden. Okay. Oh, hier ist kein Platz mehr. Egal, dann schauen wir mal eben in das Geschenk hier rein. Was haben wir hier Schönes? Geld. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und du platzieren. Oh Mann, ey. Oh, nervig, ey. Ablegen, bitteschön. So, hi. Etwas anderes. Punkte einlösen. Achso, ich habe nur noch 6. Okay. Nur noch 60 Punkte. Noch ein Zauberstab. Sektenstab, okay, okay. Ja, zeig mir noch mehr, bitte. Achso, B. Genau, mit B ging's schneller. Soll noch was anderes außer Spinnentürschild. Ich meine, ist schon klar, dass du nicht 30 verschiedene Sachen wahrscheinlich hast, sondern nur 16 oder 15. Aber trotzdem, irgendein Highlight kannst du mir ja schon präsentieren, finde ich. Eine falsche Tapete, ja, okay. Relikt bitte. Okay, das war, glaube ich, das letzte, ne? So, Schmetterlingsrucksack. Habe ich noch? Oh, ich habe noch 10, okay. Spinnentürschild, okay. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir mal nach Hause und gucken uns die Sachen mal an. Als erstes vielleicht das Türschild. Wo ist der Briefkasten denn jetzt? Oh Gott, ey. Ah, da. Platzieren bitte. Und Spinnentürschild. Och, ist eigentlich ganz cool. Für Halloween? Halloween kommt ja bald. Finde ich schon mal ganz cool. Ich dachte jetzt, wer weiß. Ach, vielleicht kann man das auch noch umgestalten. Das können wir nachher auch noch schauen. Ist oben was? Ich weiß nicht, ob oben was platziert ist. Nee, ist nicht. Ah, sehr schön. Sehr schön. Dann können wir hier... Ups, so. Dann machen wir mal als erstes die Faltertapete rein. Und den Marienkäferteppich. Ach, das ist so ein Teppich. Oh, cool. Oh, den finde ich cool. Den finde ich echt cool. Die Tapete ist ja in Ordnung. Aber sonst noch Faltertapete, Marienkäferteppich, Marienkäferteppich. Und nochmal Faltertapeten. Nieselregen-Tapete. Achso, die hatte ich vorher drin. Die lasse ich wahrscheinlich auch... Oh, nee, warte, wir tun die nochmal rein. So, dann Spielzeugkakerlake platzieren. Ah, okay. Das war nicht neu. Die war neu. Tragen bitte einmal. Okay. Sehr niedlich auf jeden Fall. Fischerboot. Achso, die war. Die habe ich gefangen.
Oh, kann man die nicht? Warte, hier? Kann man die hier aufhängen? An die Wand? Ja, cool. Mein Käferschild. Platzieren, können wir mal gucken. Oh, auch sehr schön. Den Insektenstab würde ich auch mal ganz gern sehen. Ah, so ein Schmetterlingsstab, cool. Auch cool. Auf jeden Fall cool. Termitenbau. Oh, das ist coole Deko. Das ist coole Deko für draußen. Das ist echt schön. Das ist cool. Das ist echt cool. So, Insekten-Hawaii-Hand. Oh, ist cute. Insektenfangtasche. Die sieht so aus. Okay, na, die finde ich jetzt nicht ganz so cool. Schmetterlingsrucksack, den hatten wir. Spinnennetz. Ach so, an die Wand. Oh ne, nicht du. Ach man, ey. Hier. Spinnennetz. Oh, Leute. Ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen. Tut mir leid, wenn ihr jetzt hier Autos gehört habt oder so. Oh, das Spinnennetz, das sieht echt cool aus da oben. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. Ich glaube, ich mach mal eben oder 100, Spielzeug 100 Füße. Oh, cool. Auch cool. Hobby Insektenkäfig. Oh, cool. Wir haben den Käfig bekommen. Geil. Der ist auch cool. So, dann Spinnennetz, Insekten, Marienkäfer, Marienkäfer, Spinnennetz, Spinnennetz, Spinnentürschild und Marienkäferschirm. Okay, Leute. Das war's dann mit dem Insektenturnier. Ich weiß nicht, ob das alle Sachen sind. Ich denke mal, vielleicht nicht. Aber ich habe ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, ne, da herumzuschauen. Deswegen würde ich einfach sagen, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.